Ich begrüße dich ganz recht herzlich zur ersten November-Ausgabe deines Lieblingswerkzeugnachrichtenformats Tools Around the World. Ja, und die heutige Sendung steht ganz im Zeichen von Leistung und Schlagkraft, denn wir haben gleich drei Beiträge davon. In der Sendung heute unter anderem die Stacked Lithium Akkus von Flex Power Tools, die hybriden Drehschlagschrauber von Bosch und DeWalt und Makitas LXT und XGT Drehschlagschrauber. Na dann, volle Kraft voraus, viel Spaß bei Tools Around the World. Tools Around the World, presented by MW Tools. Wir hatten bereits in der Sendung die High-Output-Akkus von Milwaukee, genauso auch die Powerstack-Akkus von DeWalt und in diesem Beitrag werden auch die Stacked-Lithium-Akkus von Flex behandelt. Wir hatten ja in der Vergangenheit Videobeiträge, in denen es darum geht, ob sich der Wechsel und damit verbunden auch die Zusatzkosten auf die nächste High-Performance-Akku-Generation überhaupt lohnt. Zurückliegend wurden dafür Milwaukee-Akkus mit ihren High-Performance-Ablegern und auch DeWalt XR und PowerStacks miteinander verglichen. Nun muss sich auch Flex diesen Vergleich stellen. TinkerWith Tools hat das neue 3,5 Ampere Flachzellen-Lithium-Stacked-Akku mit den zylindrischen Vorgängern verglichen. Er erwähnte zudem auch, dass DeWalt zuvor das 1,7 Ampere PowerStack-Akku veröffentlichte und Flex mit dem Stacked-Lithium und derselben Flachzellen-Akkutechnik nachzog. Anders als DeWalt allerdings mit einem 3,5 Ampere Akku als Einstieg und für ihre 24 Volt Werkzeuge, anstatt wie bei DeWalt für 18 Volt bzw. 20 Volt Max Werkzeuge. Genauso hat Flex auch schon weitere Ampere-Klassen wie 6 und 10 Ampere veröffentlicht, wohingegen DeWalt nach dem 1,7 Ampere Stunden jetzt auch das 5 Ampere Stunden PowerStack released hat. Tinkertypisch hat er für den kleinen Akku-Alltagsvergleich die Stromzellen mit unterschiedlichen Bohrungen und Verschraubungen getestet und die gemessenen Zeiten gegenübergestellt. Um an dieser Stelle fair mit dem 18.650 Zellen Vorgänger vergleichen zu können, hat er sowohl mit dem 2,5 als auch mit dem 5 Ampere Akku getestet. Tinker startet dafür mit dem voll aufgeladenen 2,5 Ampere Akku in Geschwindigkeitsstufe 3. Die zwei 8,89 cm langen Deckschrauben schaffte das kleine zylindrische Akku in 2,07 Sekunden. Danach dieselbe Verschraubung mit dem 5 Ampere in 1,50 Sekunden. Und das Flachzellenakku reihte sich überraschenderweise mit 1,67 Sekunden zwischen den zylindrischen Geschwistern ein. Lassen wir das aber erstmal so stehen. Anschließend als Steigerung die 12,7 cm langen Spax-Schrauben. In 2,80 Sekunden für das 2,5 Ampere und 2,70 Sekunden für das 5 Ampere Akku. 3,5 Ampere Stack Lithium war mit 2,21 Sekunden schneller. Die Spax-Schrauben wurden länger und mit ihnen auch die Zeiten. Bei dieser Verschraubung der 15,24 cm langen Spax merkte TinkerWith Tools das erste Mal im Test einen spürbaren Leistungs- und Zeitunterschied zwischen beiden Akkugenerationen. 2,5 Ampere benötigte 4,22 Sekunden, 5 Ampere Stunden 5,48 Sekunden und Stacked Lithium mit 2,86 Sekunden nur knapp die Hälfte der Zeit. Wieder auf 12,7 cm langen Schrauben zurück, allerdings Powerlex. Auch war Stacked Lithium mit 1,71 Sekunden gegenüber 2,5 Ampere mit 3,15 Sekunden und 5 Ampere mit 2,07 Sekunden vorn. Die 20,32 cm langen Timberlocks sollten wohl beim Verschrauben alles aus den Akkus herausholen und den Leistungsunterschied verdeutlichen. Und genauso war es auch, denn Stacked Lithium ging auch bei diesen anspruchsvollen Verschraubungen mit 2,84 Sekunden gegenüber 2,5 Ampere mit 5,86 Sekunden und 5 Ampere Stunden mit 4,38 Sekunden als Sieger heraus. Das hat ihn schon zwischenzeitlich beeindruckt. Ein harter Brocken für alle Holzverschraubungen sind wohl diese 12,7 cm Timberlocks mit einem Durchmesser von knapp 1 cm. Mal sehen, ob das alle Schrauber und Akkus in der höchsten Stufe schaffen und vor allem, wie die Zeiten aussehen. Das Verschrauben mit den beiden zylindrischen Akkus fühlte sich für ihn an, als würde er gegen eine Wand stoßen. Das macht sich auch in den Zeiten bemerkbar, denn Stacked Lithium war mit 4,42 Sekunden minimal schneller als 2,5 Ampere mit 4,48 Sekunden. Schlusslicht war das 5 Ampere Stunden Akku mit 6,74 Sekunden. Dann war es auch schon an der Zeit, den Akkus mit dem Schlagbohrschrauber auf den Zahn zu fühlen. Auch hier wurde zunächst verschraubt, nämlich eine 15,24 cm lange Timberlock im Turbo- und Bohrmodus in Geschwindigkeitsstufe 2. 2,5 Ampere war mit 2 Sekunden am langsamsten, allerdings war der Unterschied mit dem 5 Ampere Stunden und 0,94 schnellen Sekunden größer als mit dem Stacked Lithium und 1,42 Sekunden. Genug verschraubt und daher wurde nun ausgiebig gebohrt. Dafür hat er sich ein paar handerlesene Fräsbits vorgenommen. Den Anfang macht in dieser Etappe des Tests der 19er Speed Demon von Diablo. Zumindest bei der ersten Bohrung waren die zeitlichen Unterschiede gar nicht so groß, wie vielleicht anfangs vermutet. 2,5 Ampere Stunden mit 2,33 Sekunden, 5 Ampere Stunden mit 1,81 Sekunden und Stacked Lithium mit 1,71 Sekunden. Dann der 25er Speed Demon.
Bis zu diesem Zeitpunkt war das Flachzellenakku übrigens das einzige, welches noch den vollen Akkustand hatte. Und auch nach dieser Bohrung konnte das Phänomen beobachtet werden, dass die beiden kleineren Ampereklassen spürbar geschmeidiger und in einem Zug bohrten, wohingegen die großen Ampereklassen um 15 Amperestunden etwas holprig bei der Bohrung waren. Dann der Forstner Bohrer von Irvine mit einem Durchmesser von 44 mm. Beim 2,5 Amperestunden musste sowohl der Turbomod ausgestellt werden, als auch auf Stufe 1 umgestellt werden, damit die Bohrung in 3,50 Sekunden überhaupt möglich war. Dafür schaffte aber das größere 5 Amperestunden Akku die Bohrung in Stufe 2 und Turbomod in 1,87 Sekunden. Und auch beim Stacked Lithium musste in Geschwindigkeitsstufe 1 mit ausgestelltem Turbomod gewechselt werden. Seiner Meinung nach liefert die Flachzellentechnologie zu Beginn viel Leistung, jedoch kann diese nicht konstant für längere Arbeiten aufrechtgehalten werden. Hier nochmal die Gesamtübersicht aller Testetappen. Stacked Lithium konnte 6 der insgesamt 11 Testungen für sich entscheiden. Bei Verschraubungen konnte das Stacked Lithium mit dem 5 Amperestunden Akku gleichziehen oder dieses vereinzelt auch überbieten. Beim Bohren, insbesondere mit großen Bohrern, lieferte Stacked Lithium allerdings nicht ausreichend Ausdauerleistung. Tinker versucht allerdings, ein 6 Amperestunden Stacked Lithium zu bekommen, um die Leistungsergebnisse nachzuliefern. Wer bereits Flex Power Tools besitzt, sollte seiner Meinung nach den Stacked Lithium eine faire Chance geben, denn sie bieten dem Anwender zu Beginn eine Leistungssteigerung, vereint in einem deutlich kleineren Akku. Das sollte gerade für kompakte Werkzeuge wie etwa einen Schlagschrauber ein echtes Kaufargument sein. Die Bosch GDX Schlagschrauber bestechen ja dadurch, dass sie eine hybride Aufnahme haben, nämlich eine Außen-Vierkant- und eine Innen-Sechskant-Aufnahme. Gleiches gibt es jetzt auch von DeWalt und Mancaver Tools hat das Ganze getestet. Gegenübergestellt hat er dafür den Bosch GDX 18V200 mit dem DeWalt Atomic 20 Volt Max DCF 850. Beide bestechen mit ihrer Duo-Aufnahme, darunter eine 1/2 Zoll Außen-Vierkant- und eine Innen-Sechskant. Natürlich, für die meisten ist der Einsatz dieser Werkzeuge beim alljährlichen Reifenwechsel interessant und daher hat er dieses Anwendungsgebiet mit beiden Schlagschraubern auch gleich einmal getestet. Die reguläre Radschraube mit 200 Newtonmeter haben beide Geräte fast zeitgleich gepackt. Die Sicherungsmutter schafften beide allerdings nicht. Nach getaner Arbeit wurde dann auch endlich verschraubt, 12,7 cm Ledger Locks zu Beginn. DeWalt mit 2,77 Sekunden und Bosch mit 5,46 Sekunden. Und auch beim Herausschrauben machten beide einen guten Job, wobei DeWalt diesen in 1,51 Sekunden schneller als Bosch erledigte. Dann die 12,7 cm Leck mit 0,95 cm Durchmesser. Auch hier brauchte DeWalt mit 6,02 Sekunden weniger Zeit als der Bosch-Schrauber mit 9,15 Sekunden. Eine Sekunde schneller war DeWalt beim Herausschrauben mit 2,28 Sekunden. 15,24 cm lange Lecks. Hier war DeWalt sogar deutlich schneller als Bosch mit insgesamt 26,22 Sekunden. Doppelt so schnell gelang dem DeWalt auch das Herausschrauben mit 3,20 Sekunden. Und jetzt kam die 20,32 cm lange Leck zum Einsatz. Bosch brauchte die dreifache Zeit mit 31,04 Sekunden gegenüber DeWalt mit 10,22 Sekunden und die doppelte Zeit beim Herausschrauben mit 8,96 Sekunden gegenüber DeWalts schnellen 4,15 Sekunden. Und dann wurden auch noch die Flex Bohrer Bits getestet. Mit dem kleinsten 15er angefangen. Beide Aufnahmen sind unterschiedlich. So hat der Bosch-Schrauber keine Schnellaufnahmen und der DeWalt hält den Bit lediglich über einen Magneten. Mal sehen, ob diese Aufnahmen für den Test ausreicht. Der Zeitunterschied fällt geringer aus wie beim Verschrauben mit 3,08 für Bosch und 2,93 Sekunden für DeWalt. Und auch der Magnetbithalter kann den Bohrer-Bit beim Herausschrauben nicht vollständig halten. Dann der 19er Flex Bohrer Bit mit folgenden Zeiten: 5 Sekunden für den GDX und 3,10 Sekunden für den DCF. Hier konnte der Magnet den Bit besser halten. 31er Speedbohrer, Bosch mit 13,31 Sekunden und DeWalt mit 9,70 Sekunden. Bisher war der DeWalt ausnahmslos an erster Stelle. Und der letzte und größte Bohrerbit von Flex durfte selbstverständlich nicht fehlen, 25 mm. Bosch bohrte das Loch in 6,68 Sekunden und DeWalt in nur 5,13 Sekunden. DeWalt hatte noch den vollen Akkustand und war auch insgesamt weniger warm gelaufen wie der Bosch. Ein klarer Sieg also für den DeWalt, der aber als Tool-Only-Variante mit $159 auch ein ganzes Stück teurer ist als Bosch, der als Set $99 zu Buche schlägt. Wir bleiben bei Schlagschrauber von Makita und gehen wieder zurück zu Tinker with Tools. Der hat nämlich LXT und XGTs miteinander verglichen. Und gerade das aktuelle XGT-Modell hat am Ende so ein bisschen geschwächelt. Doch seht am besten selbst. Wenn du also noch nie mit einem Makita Schlagschrauber gearbeitet haben solltest, dann, so Tinker with Tools, hast du wirklich etwas verpasst. Denn die Schrauber sind vielleicht nicht die leistungsstärksten, dafür ist aber deren Motorleistung perfekt getaktet, sodass das Verschrauben sanft und in einem Zug geschieht.
Um das Beschriebene noch etwas greifbarer zu demonstrieren, hat er gleich mit drei Modellvarianten diese Verschraubungen durchgeführt, nämlich mit dem 18 Volt LXT-Schlagschrauber, dem 40 Volt XGT der ersten Gerätegeneration und dem neuesten 40 Volt XGT-Schrauber. Die Schrauber bieten dem Anwender allerhand Einstellungsmöglichkeiten für das bestmögliche Ergebnis. So stehen vier Geschwindigkeitsstufen mit einer maximalen Leerlaufgeschwindigkeit von 3700 Umdrehungen die Minute und 4400 Schlägen die Minute. Und als ob das noch nicht genug wäre, es gibt darüber hinaus auch noch sechs wählbare Assistenzeinstellungen. Den Gen 2 XGT Schlagschrauber hat er über eBay direkt aus Japan bezogen. Ein Modell, das es in dieser Ausführung also noch nicht in den Staaten zu kaufen gibt. Was ihm bei der zweiten Generation gleich aufgefallen ist, ist die hohe Empfindlichkeit des Anschalters. Dieser reagiert sofort auf den Druck, weshalb die Drehzahl auch mit etwas Geschick manuell gesteuert werden kann. LXT First und den 12,7 cm Spax und 3,68 Sekunden. First Gen XGT 3,80 Sekunden und die zweite Generation mit 3,32 Sekunden. Bei den 15,24 cm Spax kamen am Ende folgende Zeiten raus. LXT 4,50 Sekunden, XGT Gen 1 4,67 Sekunden und XGT Gen 2 4,31 Sekunden. Dann 12,7 cm Powerlags, LXT 4,01 Sekunden, XGT Gen 1 4,22 Sekunden und XGT Gen 2 3,75 Sekunden. Auffällig ist, dass LXT fast immer schneller ist als die erste XGT-Generation. 15,24 cm Timberlocks, hier gewinnt allerdings die erste XGT-Generation mit 2,55 Sekunden gegenüber LXT mit 4,48 Sekunden und XGT Gen 2 mit 5,63 Sekunden. Die langen 20,32 cm Timberlocks durften im Test auch nicht fehlen und sollten für alle drei Schrauber machbar sein. Eine Verschraubung, bei der das 18 Volt LXT-Modell mit 4,80 Sekunden deutlich vor den XGTs liegt. Die finale Schraube war dann noch abschließend die 13,97 cm lange und 0,79 cm im Durchmesser starke LEG. Auch hier konnte LXT mit 7 Sekunden punkten. Was für eine Bohrleistung kann man mit diesen kompakten Geräten erwarten? Auch das hat Tinker with Tools in seinem Test herausfinden wollen. Den Anfang macht hier der 12er Bohrerbit. LXT und XGT bis zu diesem Zeitpunkt butterweich beim Bohren, ohne an Performance zu verlieren. Beim XGT Gen 2 allerdings mit der Problematik, dass sich das Bitende in der Aufnahme verkeilt hat und für Tinker with Tools nicht möglich war, diesen auf Anhieb herauszubekommen. Erst am Folgetag und mit etwas WD-40 und durch Blockieren der Aufnahme konnte er den Bohrerbit aus dem XGT Gen 2 herausbekommen. Der Bohrerbit war damit reif für die Tonne. Keine Seltenheit bei diesem Modell, wie die Kommentare unter dem Video verraten. Das spricht nicht sehr für die Qualität der Aufnahme, die Makita unbedingt überarbeiten und ausbessern sollte. Was ihm außerdem noch bei der Aufnahme aufgefallen ist, ist, dass die Toleranz etwas größer ist, da das Bitende in Japan 13 mm beträgt, in den Staaten allerdings bloß 9,3 mm. Weshalb seine Bits etwas Spiel haben. Das beeinflusst die Schraubleistung allerdings in keinster Weise. Das sollte seiner Meinung nach auch nicht die Ursache für das Verkanten des Bohrerbits sein. Leistungstechnisch konnte er sagen, dass alle Schrauber sich nicht ausstechen konnten, sondern eher auf Augenhöhe agierten. LXT konnte vor allem bei den längeren und stärkeren Schrauben zeigen, was in ihm steckt. Wer bis hierhin also glaubte, dass Makitas 18-Volt-Serie abgeschrieben gehört, sollte diese Meinung wohl nach dem Video noch einmal überdenken. Das war sie also für dich, die kurze, knackige und aber dennoch leistungsstarke Ausgabe von Tools Around the World in dieser Woche. Schalt doch auch gerne nächste Woche wieder ein und mach's gut bis dahin. Ciao.